Die Welt in Angst. Eine neue Seuche geht um, auch in Deutschland. Covid-19. Ende 2019 tauchen mysteriöse Fälle von Lungenentzündungen in der chinesischen Metropole Wuhan auf. Bald ist klar, es handelt sich um ein neuartiges Coronavirus. So genannt nach seinem Aussehen unter dem Mikroskop. Immer wieder suchen Seuchen meist ohne Vorwarnung die Menschheit heim. Von Pest bis Cholera und Ebola bis AIDS. Wie sich die Menschen zu schützen versuchten und welchen Kampf sie gegen die mörderischen Krankheiten führten. Jetzt in ZDF History. Grippe, Pest und Cholera. Die Geschichte der großen Seuchen. Ausnahmezustand in Deutschlands Notaufnahmen. Und nicht nur dort. Die Grippesaison 2017-2018 sorgt für 10 Millionen Arztbesuche. Doch die Angst vor der Virusinfektion hält sich in Grenzen. Grippe als Begriff und als Krankheit ist für uns etwas ganz Alltägliches. Schon unsere Großeltern hatten Grippe. Doch was viele als Grippe wahrnehmen, ist meist nur ein grippaler Infekt. Bei einer echten Grippe müssen Patienten bisweilen im Krankenhaus versorgt werden. Eine richtige Grippe ist ein doch wesentlich massiveres Ereignis. Vor allen Dingen gekennzeichnet durch Kopf- und Gliederschmerzen. Das hat man bei einer reinen Infektion der oberen Atemwege ja nicht. Und zu diesen Kopf- und Gliederschmerzen kommen dann noch hohes Fieber und weitere Beschwerden. Und was eine Grippe in der Vergangenheit und auch manchmal heute noch so gefährlich und so tödlich macht, sind nicht nur die eigentlichen Auslöser, die Influenza-Viren, sondern dass durch das geschwächte Immunsystem dann Superinfektionen, also dass weitere Keime, zum Beispiel Bakterien, hinzukommen können. Wie verheerend eine Grippepandemie sein kann, muss die Welt 1918 lernen. Der Erste Weltkrieg geht in sein viertes Jahr. Die Deutschen kämpfen in Frankreich gegen Briten und Franzosen. Und bald wird ein neuer Gegner hinzukommen. In den USA mobilisiert die Regierung Hunderttausende Soldaten. In ihren Truppenlagern leben die Männer beengt. In Camp Riley in Kansas erkrankt ein Soldat an einer von Geflügel übertragenen neuen Grippevariante und steckt seine Kameraden an. Tatsächlich ist der erste sauber dokumentierte Fall ein amerikanischer Soldat eben in diesem Camp gewesen. Das konnte man rückverfolgen und da gibt es relativ wohl eindeutige Krankenberichte. Und dann konnte man sehr schön nachvollziehen, dass in dem Camp recht schnell weitere Soldaten erkrankt sind. Und bevor man genau wusste, was passiert, ist ein Teil dieser Campbesatzung eben in die nächsten Lager gezogen, sind dann an die Front gebracht worden nach Europa. Der Krieg als Globalisierungsfaktor. Mit den US-Soldaten kommt das Virus auf die Schlachtfelder Europas. Dort wird sich die sogenannte spanische Grippe rasch ausbreiten. Ihren Namen hat sie wegen der spanischen Presse. Die kennt damals keine Zensur und berichtet als erste über die neue Krankheit. In den Massenunterkünften ist die Hygiene schlecht. Das Virus hat leichtes Spiel. Viele Soldaten sterben an der Grippe. Die Kriegsgegner kommen in Kontakt als Gefangene und Bewacher. Die Grippe macht auch vor der Front nicht Halt. In Frankreich kämpfen auch indische Einheiten auf Seiten der Briten. Einige ihrer Soldaten kehren 1918 per Schiff nach Hause zurück und bringen so das Virus in ihre Heimat. Dort wird die spanische Grippe zum wirklichen Killer. Besonders in den Städten, die durch Eisenbahnlinien gut miteinander verbunden sind. In Indien herrscht Hunger. Hygiene und Gesundheitsversorgung sind schlecht im britisch beherrschten Indien. Ja, man muss grundsätzlich natürlich sagen, dass wenn man per se geschwächt ist, sei es durch eine zusätzliche Erkrankung, durch Mangelernährung, immer empfänglicher ist für Infektionserkrankungen. An der spanischen Grippe sterben 5% der Bevölkerung Indiens. 18 Millionen Menschen. Viele Tote gibt es auch in Niederländisch-Ostindien, dem heutigen Indonesien, sowie im Iran. Viel glimpflicher kommen die USA davon, mit 500.000 Toten. In Europa fordert die Krankheit über 2,6 Millionen Opfer, darunter viele junge Soldaten.
Am höchsten ist die Sterberate in Italien. Deutschland liegt bei den Todesfällen durch die spanische Grippe statistisch im Mittelfeld. Eine weltweite Pandemie wie die spanische Grippe hat es seit ihrem ersten Auftreten nie wieder gegeben. Aber auch heute füllen Grippewellen Jahr für Jahr die Krankenhäuser. Doch wirklich beunruhigend finden das nur die wenigsten. Grippe gehört zum Leben dazu, da erkrankt man halt dran und wer Pech hat, stirbt. Aber es hat keinen Neuigkeits- und auch keinen Schreckenswert. Dennoch, in Deutschland sterben bei der Grippewelle 2017-2018 über 25.000 Menschen. Damit ist die Grippe vor allem eins, ein unterschätzter Killer. Die nächste Krankheit ist tödlich wie nur wenig andere. Die Ursache ist lange unbekannt, mit schrecklichen Folgen. Die Pest. Mitte des 14. Jahrhunderts. Die Angst vor einer heimtückischen Seuche schlägt um in Hass auf unschuldige Nachbarn. Da wurden die Juden auf grausamste Weise umgebracht. Meist so, dass man sie in Häuser getrieben hat, im Ghetto, und diese Häuser angezündet hat und sie auf diese Weise umkam. In Freiburg, Basel oder Straßburg werden Juden bei lebendigem Leib verbrannt. Kaum eine jüdische Gemeinde überlebt. In ganz Europa vollzieht sich das furchtbarste Blutbad vor dem Holocaust. Als fehlgeleitete Reaktion auf eine Krankheit, die niemals so wütet wie in dieser Zeit. Ausgangspunkt ist die Südküste der Krim am Schwarzen Meer. Unter den tatarischen Belagerern der italienischen Handelsbastion Kaffa bricht 1347 die Seuche aus. Per Katapult schleudern sie ihre Toten in die umzingelte Stadt. Und mit ihnen den schwarzen Tod, die Pest. Heute existiert der Verursacher der Pest in Europa nur im Hochsicherheitslabor. Hier zeigen sich unter dem Mikroskop jene Bakterien, die der Schweizer Arzt Alexandre Yersin erst Ende des 19. Jahrhunderts ausfindig gemacht hat. Der Erreger Yersinia pestis wird von Flöhen übertragen auf Ratten. Und die Ratten sterben genauso an der Pest. Und wenn sie sterben, springt der Floh halt auf den Menschen. Und in der Kleidung der Menschen reist er quasi mit. Im Jahr 1347, da haben Kaufleute und auch Soldaten aus Kaffa auf Schiffen die Ratten mitgebracht. Und mit den Ratten die Flöhe und mit den Flöhen die Pest, sind in Italien gelandet. Und von da hat es sich ausgebreitet. Von den Mittelmeerhäfen ausgehend über Italien, den Balkan, Frankreich und Spanien ist in nur 4 Jahren fast der gesamte europäische Kontinent infiziert. In den übervölkerten und rasch wachsenden Städten hausen die Bewohner in Schlamm und Unrat, dicht an dicht mit Tieren. Idealer Nährboden für die Verbreitung. Für die Menschen damals im Spätmittelalter war sicherlich die sogenannte Beulenpest besonders erschreckend. Da schwellen Lymphknoten an und dann verfärben sich diese Beulen dunkel und es sieht ganz, ganz furchtbar aus. Aber noch tödlicher ist die andere Variante, die Lungenpest. Die wird von Mensch zu Mensch durch Tröpfcheninfektionen übertragen. Das sind die beiden Formen der Pest, die damals durch Europa zogen und sehr, sehr vielen Menschen das Leben kosteten. Eine Plage in unvorstellbarem Ausmaß. In kürzester Zeit rafft die Pest Bewohner ganzer Straßenzüge und Städte dahin, wie Giovanni Boccaccio über Florenz berichtet. So könnte, wer durch die Stadt gehen würde, unzählige Leichen liegen sehen. Viele Male hätte man zählen können, wo dieselbe Bahre die Leichen des Mannes und der Frau oder zweier und dreier Brüder und des Vaters und seines Kindes trug. Nur Städte wie Mailand, die rigoros unter Todesdrohung die Kranken isolieren oder gar einmauern, kommen glimpflich davon. Nach sintflutartigem Regen und Missernten trifft die Pest eine mangelernährte und immunschwache Bevölkerung. Pestmasken sollen vermeintlich ansteckende Ausdünstungen fernhalten. Ohne Ahnung der tatsächlichen Übertragungswege sehen die Menschen des Mittelalters höhere Mächte am Werk. Sintflut und Seuche gelten als Strafe Gottes für die Sünden der Gläubigen. Sogenannte Flagellanten geißeln sich mit Peitschen selber,
um den vermeintlichen Frevel öffentlichkeitswirksam abzubüßen. Man rätselte und dachte, Gott straft die Menschheit oder dass der Teufel seine Hand im Spiel haben könnte, um die Menschen von Gott abzulenken. Man hat Schuldige gesucht, die Fremden, die in die Stadt gekommen waren und die Pest gebracht hätten. Und natürlich die Juden, denen man vorgeworfen hatte, sie hätten die Brunnen vergiftet und aus diesen Brunnen seien gewissermaßen die Miasmen gekommen, die fauligen Lüfte, die sich dann über die Stadt ausgebreitet hätten und die Pest verbreitet hätten. Doch die Seuche tötet ohne Unterschied nach Glaube oder Herkunft 25 Millionen Menschen in ganz Europa. Wir müssen uns mal vorstellen, in unseren Städten, in unserer Gesellschaft würde innerhalb weniger Wochen ein Drittel dahinsterben. Bei uns ist das so weit weg und es ist schrecklich dran zu denken, eine solche Seuche wird irgendwann wiederkommen. Wir wissen nicht wann, wir wissen nur, dass so etwas wiederkommt. Auch die Pest ist heute keineswegs ausgerottet. In Ländern wie Madagaskar, wo der Erreger Nährboden findet, grassierte die Epidemie noch in jüngster Zeit. Dank Antibiotika scheint die Gefahr jedoch gebannt. Aber als Urangstbild tödlicher Bedrohung wird die Pest der Menschheit noch lange erhalten bleiben. Schwulenpest, Homoseuche. Unsere nächste Krankheit fordert über 30 Millionen Tote und drängt Betroffene an den Rand der Gesellschaft. AIDS. München, 1987. Tausende sind gekommen und demonstrieren. Gegen Ausgrenzung von HIV-Infizierten und für mehr Toleranz. Damals erschüttert eine rätselhafte Krankheit die Welt. Unvermutet und tödlich schlägt sie zu. Angst und Schrecken. Die Seuche AIDS. Die Pest der Neuzeit. In Los Angeles werden Ärzte zum ersten Mal aufmerksam. Fünf junge schwule Männer kommen hier 1981 mit ungewöhnlichen Infektionen und Lungenentzündungen ins Krankenhaus. Ihr Immunsystem ist kollabiert. Ein halbes Jahr später die ersten Fälle in Deutschland. Schnell wird klar, die Krankheit verbreitet sich über Sexualkontakte und Blut. 1982 gibt man ihr einen Namen. Acquired Immune Deficiency Syndrome. Erworbenes Immunschwächesyndrom. AIDS. Im Jahr darauf entdecken Forscher den Auslöser, später HIV genannt. Das humane Immunschwächevirus. Ein Heilmittel dagegen gibt es nicht. Die Diagnose oder die Mitteilung, du bist HIV-infiziert zu diesem Zeitpunkt, bedeutet ein Todesurteil für den Betroffenen. Das Virus zerstört zunächst unbemerkt das Immunsystem. Dann brechen tödliche Lähmungen und Entzündungen aus. Der Mensch ist machtlos. Noch glauben die meisten, die Krankheit trifft nur schwule Männer. Die Wahrnehmung, dass eine neuartige Krankheit nur dieses eine Bevölkerungssegment trifft, führt natürlich dazu, dass bestimmte bestehende Vorurteile erst einmal verstärkt werden. Also wer gegen Schwule war, der hat sich bestätigt gefunden. Von Schwulenkrebs ist die Rede. Die Opfer seien ja selbst schuld. Manche sehen in der Krankheit gar eine Strafe Gottes. Doch das Virus trifft alle, auch Heteros. Die Angst vor AIDS steigt, Unwissenheit wird zur Hysterie. Und ein kranker Freund scheinbar zum Risiko. Wie haben Ihre Freunde reagiert auf diese Krankheit? Sehr negativ. Sagen wir, wenn man 20 Freunde hat und man teilt sie mit, dass man die Krankheit hat, dann kann man glücklich sein, wenn man noch zwei hat. Politiker schlagen harte Töne an und wettern gegen die vermeintlich Schuldigen. Sollen wir weiter ganz bestimmte Saunaclubs durchführen lassen, in dem massenhafter Analverkehr betrieben wird? Die bayerische Staatsregierung beschließt 1987 einen Maßnahmenkatalog. Der sieht unter anderem Zwangstests für Risikogruppen vor und gerichtlich angeordnete Absonderungen, also Quarantäne. Horst Seehofer, damals ein aufstrebender Abgeordneter der CSU, will AIDS-Kranke in speziellen Heimen sammeln, gar konzentrieren. Ein Verein zur AIDS-Verhütung schlägt neben einem AIDS-Ausweis die Tätowierung HIV-Positiver im Genitalbereich vor.
Der Grundgedanke, jemanden, der infektiös ist, zu isolieren, ist 600 Jahre alt. Aber das kann man natürlich in einer modernen Gesellschaft mit einer Erkrankung, die ja zunächst mal oft chronisch ist über Jahre, das geht halt einfach nicht. Da muss man sich Humaneres einfallen lassen. Betroffene leiden doppelt. An der Krankheit und der Ausgrenzung durch ihre Mitmenschen. AIDS macht vor niemandem Halt. Der amerikanische Schauspieler Rock Hudson ist am Morgen in seinem Haus in Beverly Hills gestorben. Magic Irvin Johnson, der vielleicht beste Basketballspieler aller Zeiten, ist mit dem AIDS-Virus infiziert. Freddie Mercury, der britische Rockstar und Sänger der Gruppe Queen, ist im Alter von 45 Jahren gestorben. In seinem Haus in London erlag er der Immunschwächekrankheit AIDS. Die Infektion von Prominenten rüttelt die Welt wach. Immer mehr Menschen solidarisieren sich mit AIDS-Kranken. Und da kann man auch mal eine ganz prominente Person nennen, nämlich Prinzessin Diana, die zur Überraschung von allen in ein AIDS-Hospital gegangen ist und den Patienten die Hand geschüttelt hat ohne Handschuhe, wo alle sahen, aha, die hat keine Angst, sich davor anzustecken, und die betrachtet die Betroffenen als gleichgestellt. Auch die Politik denkt um. Tina, was kosten die Kondome? Werbekampagnen zu Safer Sex sollen die Verbreitung von AIDS eindämmen. Kondome in der Öffentlichkeit, damals ein Aufreger. 1996 gelingt der Medizin der Durchbruch. Die neue Kombinationstherapie kann die Zahl der Viren im Körper so stark eindämmen, dass AIDS nicht mehr ausbricht. Hunderttausende Infizierte überleben. Die Medikamente ermöglichen den meisten HIV-Positiven heute ein fast normales Leben. Sogar Sex ohne Kondom ist nach einer gewissen Zeit möglich. Nichtsdestotrotz haftet der HIV-Infektion immer noch ein Stigma an, was natürlich nicht gut ist, weil man eigentlich heutzutage auch mit einem HIV-Infizierten einen völlig normalen Umgang, alltäglichen Umgang haben kann. Heute können Forscher auch die Ausbreitung der Krankheit rekonstruieren. Das Virus wird um 1900 in Zentralafrika vom Affen auf den Menschen übertragen und über Haiti in die USA eingeschleppt. Dort gelangt es von der Ost- an die Westküste. Fast zeitgleich kommt das Virus nach Europa. Immer noch sind 37 Millionen Menschen HIV-infiziert. Die meisten in Afrika, wo Aufklärung und Geld für Medikamente fehlen. Weltweit sind seit Beginn der Epidemie 30 Millionen Menschen gestorben. Allein 2018 erliegen 770.000 ihrer Krankheit. AIDS ist und bleibt eine Gefahr. Diese Seuche tötet allein in Deutschland 500.000 Menschen und ist bis heute nicht vollends besiegt. Die Cholera. Der Killer ähnelt einem Monster aus den Alien-Filmen. Vibrio cholerae, das Cholera-Bakterium. Es lebt im Wasser und hat hier wahrscheinlich seinen Ursprung. Im Delta des Ganges in Indien, so glauben Wissenschaftler. Denn hier quält die Cholera die Menschen schon seit zwei Jahrtausenden. Das Hauptproblem ist, dass einige der Infizierten massive Durchfälle bekommen, auch mit Erbrechen einhergehend. Und der Flüssigkeitsverlust innerhalb kürzester Zeit so massiv ist, dass die Patienten daran versterben. Bis ins 19. Jahrhundert existiert die Cholera nur in Indien. Doch dann sorgen die britischen Kolonialherren für ihre Verbreitung. Auf ihren Handelsrouten tragen sie die Seuche nach Asien und Europa. Das 19. Jahrhundert wird zum Jahrhundert der Cholera. In mehreren Pandemien breitet sie sich schließlich um die ganze Welt aus. Die Cholera war ein entsetzlicher Schock. Jeder las Gazetten, Zeitungen. Schon bevor die eigene Stadt betroffen war, konnten sie erfahren, wie es in Berlin, in Warschau, in St. Petersburg war. Und die Angst vor der Cholera breitete sich vor der Seuche aus. Und die Realität holte diese Angst dann schnell ein und bestätigte sie. Allein in Berlin sterben mehr als 1400 Menschen. Die Cholera tötet schnell, innerhalb weniger Stunden bis Tage.
Warum, ist damals ein Rätsel. Das Schlimme war, dass die Menschen damals sich das eben überhaupt nicht erklären konnten. Die Ärzte gingen, wie schon zu Pestzeiten, davon aus, das war die Mehrheit, dass die Ursache der Cholera in einer Fäulnis der Luft bestünde, dass die Leute das einatmen würden oder schlucken würden und auf diese Weise irgendeine Fäulnis im Organismus entsteht und das wäre dann, galt dann als Cholera. Wie die Seuche wirklich übertragen wird, entdeckt erst ein britischer Arzt, als die Cholera 1854 in London wütet. John Snow hat den Verdacht, dass das Trinkwasser die Menschen krank macht. Er fragt in jedem Haus nach, wie viele Opfer zu beklagen sind und wo sie ihr Trinkwasser holen. Is anybody sick here? Die Todesfälle zeichnet er in eine Karte ein und stellt fest, dass nur diejenigen erkrankt sind, die ihr Wasser aus einer bestimmten Pumpe geholt haben. Es ist die Geburtsstunde der modernen Epidemiologie. Snow vermutet, dass der Erreger im Wasser ein Bakterium ist. Doch beweisen kann er das nicht. Das gelingt erst 30 Jahre später dem deutschen Mediziner Robert Koch. Der entdeckt den Erreger im Wasser und im Darm von Opfern. Koch wird auch gerufen, als 1892 in Hamburg eine Seuche ausbricht. Fast 20.000 Menschen erkranken. Es ist die Cholera. Besonders trifft es das Gängeviertel, wo die Bewohner zusammengepfercht auf engstem Raum leben. Hier hat die Krankheit leichtes Spiel. Die Gemeinschaftstoiletten sind nicht an die Kanalisation angeschlossen. Ihre Abwässer fließen direkt in die Elbe. Das Problem? Hier holen die Menschen auch ihr Trinkwasser. Robert Koch, der nach Hamburg kam, der diese Verhältnisse sah, sagte zu der politischen Oberschicht, die natürlich nicht im Gängeviertel wohnte: Meine Herren, ich vergesse, dass ich in Europa bin. Was er da gesehen hat, hat ihn an Kalkutta erinnert. Auf Kochs Drängen schließt die Stadt Schulen und verteilt kostenlos abgekochtes Trinkwasser. Die Kranken werden in Quarantänebaracken isoliert. Doch eine geeignete Therapie gibt es für sie nicht. Oft verbieten ihnen die Ärzte sogar das Trinken, weil sie glauben, den Durchfall damit heilen zu können. Doch das ist grundfalsch. Heute ist die Medizin weiter und kann helfen. Das Hauptziel in der Behandlung der Cholera ist, diesen Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Weil das ist das Elementare. Wenn man das nicht schafft, dann braucht man auch mit Antibiotika nicht mehr therapieren. Wenn der Betroffene ausgetrocknet ist, dann ist es zu spät. Fast 10.000 Menschen sterben damals an der Cholera. Doch Hamburg lernt aus der Tragödie. Damit die Menschen nicht mehr verschmutztes Elbwasser trinken müssen, investiert die Stadt in eine neue Filteranlage und verbessert die Kanalisation. Dank solcher Maßnahmen hat es in Europa seit etwa 100 Jahren keine Cholera-Epidemie mehr gegeben. Cholera ist dort heute noch ein Problem, wo besondere Umstände, besonders negative Umstände vorliegen. Sie tritt ja typischerweise nach großen Katastrophen auf, nach Erdbeben. Wenn nämlich die Versorgung mit gesundem, sauberem Trinkwasser plötzlich gefährdet ist. Das erleben wir halt gerade in Krisenregionen, im Jemen zum Beispiel, in einer seit Jahren von Krieg heimgesuchten Region immer wieder. Dort sind seit 2016 mehr als 3000 Menschen an der Cholera gestorben. Wo Krieg und Zerstörung herrschen, kämpfen Ärzte auch im 21. Jahrhundert noch gegen eine Seuche, die eigentlich als besiegt galt. Die nächste Seuche steht auf der Top-10-Liste der tödlichsten Krankheiten, Ebola. Germa Bill hat keine Angst vor Ebola, der wohl tödlichsten Viruserkrankung der Welt. Der junge Kongolese fährt mit seinem Motorrad Ebola-Patienten zum Hospital. Er hatte das Virus schon und hat überlebt.
Ich habe keine Angst. Ich hatte schon zu vielen Ebola-Patienten direkten Kontakt. Ich aber bin geheilt. Das bedeutet, dass ich immun bin. Djemabils Heimat der Kongo ist auch die Heimat der Seuche. 1976. Rätselhafte Todesfälle im damaligen Zaire. In einem Hospital sterben Patienten, Krankenschwestern und Ärzte an einem unbekannten Fieber. Der kleine Fluss in der Nähe wird zum Namensgeber, Ebola. Im Herbst 1976 überlebt fast keiner der 280 Patienten im Hospital. Im Sudan fordert dasselbe Virus 151 Todesopfer. Es ist der Anfang einer bedrohlichen Seuche. Das Ebola-Virus ist neu. Menschen haben keine Abwehrkräfte. Nur hermetische Schutzkleidung verhindert damals die Ansteckung. Wer erkrankt, hat kaum eine Chance. Die meisten Infizierten sterben innerhalb weniger Tage. Es ist ein sogenanntes hämorrhagisches Fieber. Das heißt, es führt ganz schnell zu massiven Blutungen, zum Beispiel Magen-Darm-Blutungen, zum Beispiel auch Blutungen im Auge. Sie können es den Menschen, den Betroffenen dann ansehen. Die Bindehaut ist völlig unterblutet und die Letalität ist sehr, sehr hoch, 70%, 80%. Also es ist eine immens gefährliche, oft tödliche Erkrankung. Woher das Virus stammt, bleibt unklar. Sicher ist, schon 1967 sterben Menschen an einem verwandten Virus in Deutschland. Im Marburger Virologischen Forschungszentrum. Hier werden damals Affen untersucht, die an einer neuen tödlichen Krankheit leiden. Drei Mitarbeiter stecken sich an und sind nach wenigen Tagen tot. Das Wissen über das seltene Marburg-Virus bringt die Forscher dem Ebola-Fieber auf die Spur. Auch bei Ebola sind zunächst Affen erkrankt. Weitere Wildtiere tragen das Virus in sich, etwa Flughunde. Sie werden gejagt und gelten in Zentralafrika als Delikatesse. Da ist ein bestimmtes Gefahrenpotenzial. Und bei einer Bevölkerung, die sich der Gefahr nicht bewusst ist, reichen ganz alltägliche Verrichtungen wie das Einholen von Fleisch, das Vorpräparieren bereits aus, um mit diesen Viren Kontakt zu haben. Sie fassen infiziertes Fleisch an, fassen sich irgendwie den Mund an die Augen, zack, ist die Infektion drin. Ebola bleibt zunächst auf den Kongo und Zentralafrika begrenzt. Wer sich ansteckt, leidet sofort an Fieber und Blutungen. Reisen ist unmöglich. Verwandte und Krankenhauspersonal sind gefährdet. Aber die Menschen sterben häufig, bevor sie das Virus weitergeben können. Seit Mitte der 70er Jahre kommt es immer wieder zu lokalen Ausbrüchen von Ebola-Epidemien mit überschaubaren Opferzahlen. Zunächst nur in Zentralafrika. Im Jahr 2014 erreicht das Virus dann Westafrika mit schrecklichen Folgen. Hier sterben mehr als 11.000 Menschen. Das Leid der Lebenden. Es wird noch vergrößert durch medizinische Schutzauflagen. Denn die traditionelle Verabschiedung von den Toten verbieten die Fremden in den Schutzanzügen. Viele misstrauen darum den Ärzten, meiden die Hospitäler. Schnell machen Verschwörungstheorien über den Ursprung der Seuche die Runde. Es gibt ja Leute, die amerikanischen Labors alles Negative zutrauen. Und so ist es auch beim Ebola-Virus damals der Verdacht hochgekommen, sie hätten ein solches Virus in die Welt gesetzt. Das gehört fast zum Muster einer jeden neuen Seuche. Die US-Armee unterhält seit den 50er Jahren Labore, um biologische Kampfstoffe zu erforschen. Verschwörungstheoretiker vermuten wahlweise hier, in Russland oder China, die Quelle von Ebola, AIDS oder Corona. Auch auf der deutschen Ostseeinsel Riems arbeiten Forscher mit den gefährlichsten Viren der Welt. In strenger Isolation fahnden sie nach Gegenmitteln. Zur vorbeugenden Impfung oder Therapie. Unterstützt von der Weltgesundheitsorganisation gibt es inzwischen Fortschritte im Kampf gegen Ebola. Mehrere Impfstoffe und Medikamente wurden ausprobiert.
Jetzt hoffen die Mediziner, den Durchbruch geschafft zu haben. Gegen Ebola gibt es einen zugelassenen Impfstoff von der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Der ist Ende 2019 zugelassen worden. Der ist auch schon in dem großen Ausbruch getestet worden, wird auch im aktuellen Ausbruch im Kongo eingesetzt tatsächlich. Es sind fast 300.000 Menschen seit 2018 mit diesem Impfstoff behandelt worden. Immun gegen Ebola, wie Jamar Bill. Er wirbt bei misstrauischen Landsleuten dafür, sich impfen zu lassen, um das Virus endgültig zu besiegen. In der modernen Welt dauert es nicht mehr Monate oder gar Jahre, bis sich eine Seuche auf der ganzen Erde ausbreitet. Innerhalb von Tagen kann sie überall sein. Wird es jetzt und in Zukunft gelingen, weltweite Pandemien zu verhindern? Experten sehen Deutschland gut gerüstet. Doch in den Ländern der sogenannten Dritten Welt steigt mit Krieg und Elend auch die Gefahr des Ausbruchs von Seuchen. Unvorbereitet jedoch wie die Menschen im Mittelalter oder noch vor 100 Jahren sind wir heute nicht mehr.